Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu unserer betriebsamen kleinen Kolonie hier bei RimWorld. Und es ist eine dringende Notwendigkeit, dass hier mal Holz gehackt wird. Ja, wem können wir das noch alles anvertrauen? Wir haben für, wo haben wir es? Waldarbeit. Haben eigentlich ein paar Leute mehr, ne? Keiz zum Beispiel. Aber der macht das ja auch nur, wenn von äußerster Dringlichkeit. Nee, da nehmen wir doch mal den neuen einmal zur Rate. Der darf sich nützlich machen, indem er Holz hackt. Connor, was machst du? Okay. Das kannst du natürlich auch machen, aber jetzt wird erstmal Holz gehackt. Genau. Ansonsten wird es hier ein kleines Malheur geben, wenn hier auf einmal der Strom weg ist. Das will ja niemand. Ja genau, feuert die Öfen wieder an, was das Zeug hält. Ja, so langsam sieht das wieder gut aus. Und das psychische Brummen hat auch aufgehört. Wunderprächtig. Das war ja auch nervig. Jetzt müssen wir nur ernten, bevor irgendwann hier die Temperaturen... Okay, es ist noch September. Die kalte Jahreszeit kommt noch erst. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall trotzdem Vorräte. Ansonsten schaut es düster aus. Warte mal, hier haben wir Bärenfleisch oder... Ja, nein, vielleicht. Holt denn niemand hier das Bärenfleisch ab? Das ist doch nicht endlos lang... Noch. Ich sehe schon, das verrottet bald. Na gut, na gut. Dann werden wir eben doch wieder jagen. Müssen ihm die alten Mittelchen helfen. Und nichts geht über eine gesunde Jagd. Was ist denn hier? Ein toter Waschbär. Warum ist der tot? Hier wird doch hoffentlich nichts rumjagen. Ein Rotfuchs. Nee, der sollte noch recht harmlos sein. Hoffe ich zumindest. Aber mit Füchsen habe ich meines Wissens nach noch keine Probleme gehabt. Aber was weiß ich schon? Das ist das Problem. Ich weiß gar nichts. Wird mir ja immer wieder gezeigt, dass ich eigentlich von einem Spiel vergleichsweise wenig Ahnung habe. Nee, dumm würde ich mich da nicht bezeichnen. Aber ich merke doch immer, unter den Zuschauern sind ein paar, die haben einfach noch ein paar Kniffe mehr auf Lager als ich. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ich meine, ich kann ja auch nichts alles, kann ja auch nicht alles wissen. Und ist denn ja schön, wenn ich durch euch immer wieder auch Ratschläge bekomme. Ich verfolge sie nicht alle und manchmal dauert es auch etwas länger, bis ich die verfolge. Das ist mal ein sehr, sehr übersichtlicher Überfall. Ach Mensch, Molotow-Cocktails, hast du nichts Brauchbares? Nö. Das soll alles sein. Aber das finde ich schon ein bisschen sehr enttäuschend, ehrlich gesagt. Als ob die Überfälle jetzt, wo ich eine Verteidigung habe, auf einmal schwächer wären. So. Wie jetzt? Du bullst dich da durch. Man kann es auch übertreiben. Was war denn jetzt? Dann eben doch hier. Okay, jetzt flieht er auch. Uiuiui, der wollte hier die Verteidigung umgehen. Das ist ja fast schon clever. Strukturen, Marmorwand. Mäh. Hätte nicht gedacht, dass die selbst für Sonnenweg hier schon durchbuddeln. Heidewitzka.
Aber ich kann ja auf jeden Fall schon mal Leute, die zumindest im Nahkampf gut sind, irgendwas in die Hand drücken, dass die draufkloppen können. Zum Beispiel hier so ein Speer. Der hat schon, der Lorenz. Lorenz Ipsum. Jo. Hier haben wir jetzt genug Holzvorräte. Wird auch schon hier wieder Holz gelagert? Ich glaube noch nicht. Nee. Seltsamerweise nicht. Aber hier wird irgendwann auch wieder Holz gelagert. Da bin ich mal fest von ausgehend. Und was haben wir denn hier lagern? Wir haben hier multiple Mäuse, beziehungsweise Ratten und Wildschwein. Und ein Häschen und ein Eichhörnchen. Eigentlich einiges. Und ja, Toadette forscht endlich wieder. Geh deiner neuen Berufung nach, Mädel. Mach es für die Kolonie. Das einzige Problem ist, dadurch, dass hier der Zugang ist, wird immer trotzdem Blut dort reingetragen. Das ist natürlich unschön. Ja, das ist die Frage. Eigentlich nicht ganz so, wie ich will. Ich dachte, ich könnte das irgendwie sauberer lösen, aber nö, ist nicht. Sauber dürfen andere machen. So, wie sieht's überhaupt aus? Och ja, aber ich schaffe es einfach nicht, mehr Nahrung zu machen. Bin ich hier etwa auch? Nö, leckere Mahlzeiten für immer. Es wird einfach nur nicht mehr. Boah, muss ich da vielleicht bald schon eine zweite Küche hinstellen? Ich weiß gar nicht. Jo, Produktion. Aber eigentlich sind erstmal andere Dinge auch wichtig. Hehehe. Strukturen. Befehle. Ich könnte eigentlich auch hier noch einen reinklatschen. Ach komm, ich mache hier noch irgendwie einen weiteren Generator. Muss schon schief gehen irgendwie. Aber so ganz optimal ist das auch nicht, weil das reicht vom Strom eigentlich auch nicht so wirklich. Oh, ich brauche unbedingt diese Geothermal-Dinges. Die sind irgendwie besser. So, Temperatur. So, hier soll gekühlt werden irgendwie. Oder wie stelle ich das an? Ja, machen wir mal hier so eine Klimadingers hin. Da müssen wir ja irgendwie so arbeiten. Ha. Ja, machen wir das, glaube ich, erstmal so. Ach komm, da mache ich auch noch. Und die müssen erstmal ohne auskommen. Und die da oben auch. Ich kann ja auch nicht alle auf einmal versorgen. Das wäre nicht unbedingt so möglich. Hier, da müssen wir natürlich noch Sonnendinger bauen. Und hier auch noch.
Oh, theoretisch könnte ich hier auch zwei Betten reinklatschen jeweils, oder? Medizinische Einzelzimmer, ist das so sinnvoll? Habe ich vorher nie gemacht. Gute Frage. Ach komm, ich bin ja auch doof. Ich mach das einfach hier zu Normalbetten. Und das werden die Krankenbetten. Haha. Schon gelöst, das Problem. Geht doch einfach. Rotfuchs rächt sich. Oh, da solltest du mal drauf knallen. Und drück ab. Och. Junge. Lu, du verreckst jetzt nicht am scheiß Rotfuchs. Ist nicht. Nahkampf sonst? Nee, keine Ahnung. Oh Mann, ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Fuck. Bitte, bitte, bitte. Scheiße. Lu ist bewusstlos. Jetzt haben wir ein Problem. So, und Connor hilft da irgendwie. So, das muss irgendwie tot gehen und dann... Ja, du bist befreit mal und du ebenfalls. Toadette, du wirst mal hier retten. Retten, was zu retten ist. Wer kann hier noch die Waffe gebrauchen? Erstmal. Nee, hat schon. Na, erstmal ist die Rettung wichtiger als alles andere. Oh, das geht ja richtig. Also rein von der Wunde her ist das easy schmiesi. Da sollte kein Problem sein. Wie das in der Praxis aussieht, ist mal wieder was ganz, ganz anderes. Und Connor sollte sich ganz leicht erholen. Der hat ja wirklich keine Gefahr. Aber Lu... Ah, nee. Ich hatte auf Connor geguckt. Ha, sowas aber auch. Naja, aber Lu, der wird auch schon irgendwie. Der ist ja ein starker Kerl. Der hat schon alles überlebt eigentlich. Ja, perfekt. Das reicht. Das reicht. Jetzt darf sich nur nichts irgendwie wieder infizieren. Das wäre doof. Warte mal. Du darfst. Hier. Da war doch die Waffe. Nicht, dass die wegkommt. Und herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt... Warte mal, wo haben wir den? Connor, du bist jetzt ein Jäger. Und darfst Waldarbeit machen, wenn sonst nichts zu tun ist. Und so. Haben wir auch das erledigt. Was für einen Wert hat Lu da überhaupt? Lu ist... Oh, 13. Das ist natürlich etwas höher noch. Krankheit, Wundinfektion. Ja. Kümmer dich mal drum, ne? Wobei, Connor, der kann es ja noch besser. Ja, der soll sich mal drum kümmern. Ach, das ist doch eklig. Wieso jetzt Lu? Das geht doch gar nicht. So, aber Hauptsache, er wird schneller hier die Infektion los, als sie kommt. Immunität ist zumindest höher als die Infektionsrate. Hoffen wir, dass er so bleibt und dann wird bei ihm alles gut. Wird schon schief gehen. So, Connor. Allerdings muss ich dich mal hier auf 2 runterstufen, was die Arbeit hier angeht. Oh,
schicke Kleidung hier aus. Achso, nee, ich dachte, das wäre Teufelsgarn. Aber das geht auch in Ordnung. Wo ist Lou? Da ist Lou. Hochzeit steht an. Toadette hat den Heiratsantrag von Kites angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Das wird also unser erstes Ehepaar. Wenn die das denn durchziehen und nicht kalte Füße bekommen. Man weiß ja nie. Und Min macht leckere Kunstwerke. Perfekt. Gibt es hier schon eins? Ja, eines ist sogar schon fertig. Kann ich ja mal hier reinpflanzen. So, Temperatur ist auf 19 oder so eingerichtet. 21, das geht auch in Ordnung. Hab ich nichts gegen. Und ein bisschen ist da auch noch übrig. Ja, das muss auch noch mit. Na, das wird schon alles. Lou, wie geht's dir gerade? Du alter Patient. Du Dauerpatient vor allem. Immunität ist weit vor der Infektion. Ganz, ganz weit. Also der wird das sowas von überleben. Der kann theoretisch schon jetzt wieder rumlaufen, wenn er will. Glaube ich. Auf die Probe stellen will ich es aber trotzdem irgendwie nicht. Könnte unschöne Folgen haben. Mann, Mann, Mann. Lou, also der Lou, der nimmt echt alles mit. Mehrere Wundinfektionen, Mechaniten und weiß der Geier was alles. Also der ist immer da, wo die Action abgeht. So irgendwie. Oh, noch ein Wildschwein hier im Lager direkt. Jagen wir natürlich. Und von so einem pissigen Rotfuchs, das ärgert mich. Das macht mich fuchsig. Ja, das nächste Mal vielleicht doch lieber fliehen oder so ähnlich. Oh, da fällt mir ein, ich habe hier noch was zu Ende zu stellen. Und zwar möchte ich hier gerne Kerker haben. Dafür erstmal die Betten hinstellen und dann kann man weitersehen. Nee. Los im Schnelldurchlauf hier. Auf dass das schnell hier irgendwie fertig wird. Bevor wir nämlich Gefangene bekommen, sollten wir auch Kerkerzellen bereitstehen haben. Sonst wird das nichts. Habe ich mir sagen lassen. So, erstes Bett. Gefangene. Zweites Bett. Gefangene. Kritischer Alarm. Schwere Krankheit. Ja, habe ich mir auch schon mal sagen lassen, dass Wundinfektion nicht so dolle ist. Aber hat es ja gleich geschafft. Das ist ja alles noch ganz solide. Der hat es gleich geschafft. So. Kann ich ja nochmal verfolgen, wie die letzten Stunden seiner Krankheit ablaufen. Was heißt Stunden? Minuten. Und zack, immunisiert. Ich weiß gar nicht, was wir haben. So langsam gewöhnt er sich doch richtig daran. Oh, die Forschung, die ist gleich fertig. Toadette macht gute Arbeit, aber im Moment natürlich nicht, weil nachtaktiv. Also am Forschungstisch sitzen, das passt auch wunderbar so als Nachtarbeit. Wo war denn hier jemand bei gewesen? Oder war es noch das verdorbene Fleisch? Keine Ahnung. So, hier kann reichlich geschlachtet werden eigentlich. Forschung abgeschlossen, Schmieden. Da gucken wir uns doch mal um, was es so Neues gibt. Mechanik. Forschen wir. Weil dann können wir selbst Fernkampfwaffen herstellen und das ist gar nicht mal so doof. Das ist sogar eigentlich richtig klug.
Oi. Wir können Möbel. Stehlampen, jawohl. Genau die will ich haben. So, einmal hier querbeet das Ganze ziehen. Und einmal hier noch durch die Wände. Und natürlich hier auch. Sonst wäre doof. Ah, ist das herrlich, wie das jetzt alles schnell gebaut wird und so langsam erleuchtet wird. Wie viel Strom ziehen die überhaupt? 75? Ja, da habe ich genug. Das sollte ausreichen. Dann haben wir bald eine erleuchtete Kolonie. Mehr oder weniger. Und hier darf auch gerne ein Lämpchen rein. Und hier ist sowieso erleuchtet, weil die Ofen, da brennt es ja die ganze Zeit drin. Biber. Oh, da warte ich vielleicht noch etwas ab, bis die nicht so direkt beim Bären sind, der da noch immer rumdümpelt. Ja, die lasse ich erstmal kommen. Dann kann ich immer noch Jagd auf sie machen. Und Lu hat sich erholt. Ja, alles wieder friedlich in der Kolonie. Ah, ich weiß nicht. Holz sollte ich vielleicht mal ein wenig auf Vorrat nochmal hacken. Einfach nur so aus Sicherheit, bevor wir wieder ein kleines Problem bekommen, weil hier im Lager habe ich kaum Holz. Das ist fast alles hier. Und das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Oh, eine schlechte Skulptur packe ich mal dahin. Irgendwo muss ja auch was Schlechtes mal hin. Ja, platziere das Ding nochmal. Na gut, offenbar fühlt sich noch niemand dazu auserkoren. Aber immer mehr Lampen, das ist doch gut. Aber für heute beenden wir das doch mal und sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit RimWorld. Ciao, ciao.